Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Mamie Knows Beauty. Ich habe lange kein Video mehr gedreht. Da waren so viele Sachen, einfach private Dinge, die dazwischen gekommen sind. Unsere Hochzeit und so weiter und so fort. Jetzt will ich auf jeden Fall jede Woche ein Video drehen. Und ja, und ich hoffe, ihr schaltet ein. Und ich bin auch froh, dass ihr jetzt gerade einschaltet. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei meinem Video. Und zwar sind es meine September-Favoriten. Und dann ganz viel Spaß und ja, dann fangen wir mal an. Ich habe Fashion-Favoriten, dann habe ich dekorative Kosmetik, Pflegeprodukte und Beauty. Genau, so machen wir das. Ich würde sagen, wir fangen mit den Pflegeprodukten an. Einen habe ich das jetzt, gibt es das irgendwie seit, ich weiß nicht wie lange, aber ich habe das jetzt erst vor kurzem beim DM gekauft. Das gibt es jetzt irgendwie seit kurzem beim DM. Zumindest habe ich es ehrlich gesagt jetzt erst vor kurzem entdeckt. Wollte es mir schon immer kaufen. Beim Douglas gab es ja sonst immer. Habe aber erst jetzt gekauft. Wie gesagt, weil ich es beim DM gesehen habe. Und zwar von Rosens. Dieses türkische Rosenwasser. Das gab es jetzt beim DM zu kaufen. Das ist hundertprozentig destilliertes Rosenwasser. Gab es ja sonst immer halt beim Douglas und halt online. Ich habe mich das irgendwie nie getraut. Und dann habe ich es jetzt beim DM gesehen und habe mir gedacht, okay, jetzt schlägst du zu. Das ist, benutze ich jetzt anstelle meines normalen Gesichtswassers, benutze ich jetzt halt das. Tue mir das auf dem Wattepad und trage das morgens und abends auf mein gereinigtes Gesicht auf. Und es riecht halt nach Rose, aber so ein bisschen muffig schon. Aber ist okay. Aber daran erkennt man angeblich, dass es gutes, destilliertes Rosenwasser ist. 15 Euro beim DM und ich wollte es mal testen, weil ich schon öfter so viel Gutes davon gehört habe. Und ich muss sagen, es ist echt gut. Ich habe das Gefühl, dass meine Haut viel, viel reiner davon geworden ist und auch ebenmäßiger. Also ich kann es echt nur empfehlen. Beruhigt sehr und ist echt gut. Das hatte ich schon mal, ist schon relativ teuer, aber finde es super, super gut. Vor allem für meine empfindliche Haut und trockene Haut. Und zwar von Clinique. Von Clinique, das Moisture Surge. Und das ist so eine Gelcreme. Die trage ich mir nur morgens auf mein gereinigtes Gesicht. Trage ich mir dann diese Creme drauf. Die ist super. Riecht eigentlich kaum nach irgendetwas. Nee, hat kaum einen Geruch. So eine sehr leichte, gelige Konsistenz. Man braucht auch echt nicht viel davon. Ich habe die jetzt seit 3 Monaten und benutze ich halt, wie gesagt, jeden Tag und halt nur morgens. Und das ist super, wirklich super. Also spendet viel Feuchtigkeit. Ich habe eine sehr, sehr, sehr empfindliche Haut. Also wirklich sehr empfindlich. Und da habe ich jetzt beim DM letztens entdeckt, finde ich, also gibt es auch schon länger, aber ich habe es irgendwie erst jetzt mir getraut zu kaufen. Und zwar, ich muss mal meine Nacht da, bin ich glaube ich ein Tiger. Von Mixer. Das ist Experte für empfindliche Haut, ja. Da gibt es so eine Riesenserie, also unterschiedliche Bodylotions, Duschgel und so weiter und so fort. Und ich habe mir jetzt die Bodylotion gekauft als allererstes. Die mit dem rosanen Verschluss, genau, beruhigende Bodylotion, zieht schnell ein, dem stimme ich echt zu. Ohne Parabene, ohne Parfum, also super. Ist mit Hafermilch, lindert und pflegt und ist extra für trockene Haut. Und das kann ich wirklich unterschreiben, zieht super schnell ein, perfekt für morgens nach dem Duschen und dann in die Klamotten, ist echt alles vollkommen in Ordnung. Riecht halt auch, ehrlich gesagt, kaum nach was, ist na klar schade, aber empfindliche Haut, dann ist das halt so. Und weil ich da so von überzeugt war, hatte ich mir dann auch passend dazu, beziehungsweise auch vom Mixer halt gekauft, aber nicht mit dem rosanen Verschluss, sondern mit dem orangenen Verschluss, regenerierende Duschcreme, aber auch für sehr trockene Haut. Und hier unten steht sogar für Babys, Kinder und Erwachsene. Super. Riecht auch nach... Doch, die hat einen angenehmen Geruch. Ist mit Alatoin, keine Ahnung, was das ist. Auf jeden Fall finde ich die auch super cool, super gut und benutze ich jetzt auch seitdem jeden Tag. Favorit ist bei mir ein Deo eingezogen. Und zwar von Dove Go Fresh, auch 0% Aluminiumsalze. Das ist, ich glaube, Gurke. Ah, grüner Tee und Gurkenduft.
und es riecht echt lecker. Also es riecht wirklich gut, angenehm und es schützt. Also ich muss sagen, das hilft echt gut. Ich bin ja immer auf der Suche nach einem guten Deo und das ist echt gut. Muss ich wirklich sagen, kann ich sehr gut empfehlen. Habe ich jetzt auch, wie gesagt, erst diesen Monat halt entdeckt und bin schon hin und weg von. Ich bin umgestiegen auf Männerrasierer und da habe ich mir jetzt von Gillette, das macht 3 Sensitive gekauft. So sieht die Verpackung aus. Da ist auch ein da ist ein Rasierer mit schon einer Klinge drauf und noch eine Ersatzklinge. Und das ist viel, viel besser als der Venus-Rasierer. Schneidet sich genauso wenig damit und es hält viel länger die Beine glatt. Also kann ich echt auch nur empfehlen. Super. Jetzt waren wir in Madrid gewesen für ein verlängertes Wochenende. Da waren wir natürlich in Sephora. Bin ich wieder ein bisschen ausgerastet. Da sind auch ein paar Dinge von dort. Und auf jeden Fall die Panda Dream Eye Patch von Tony Moly. Das sind so Eye Patches, wie so eine Art Tuchmaske. Und die kommen dann so auf die Augen drauf. Die ist mega geil, kühl, ruhig. Ich habe ja mega krasse Augenringe und ich habe das Gefühl, das hat ja schon gut dagegen geholfen. Muss man halt öfter anwenden, war auch nicht so günstig. Da sind wirklich jeweils nur für eine Anwendung was drin. Und gibt es beim Sephora und ich hoffe jetzt auch bei diesen Sephoras, die es hier auch in Deutschland gibt. Also wie gesagt, kann ich auch empfehlen, wie sieht es aus. Ich bin hin und weg. Wir waren heute beim Rossmann und deswegen, ich habe das gekauft und habe mir gedacht, okay, alleine deswegen lohnt es sich schon, ein Favoritenvideo zu drehen. Und zwar nicht mein Tangle-Teaser, sondern meinen sauberen Tangle-Teaser. Der sah aus, und der sieht jetzt echt aus wie neu. Durch Trockenshampoo, finde ich, setze ich das ja immer in diesen Bürsten so ab. Dieses Pulver halt vom Trockenshampoo. Und danach sieht ja eine Bürste so katastrophal aus. Ich krieg das dann auch nie richtig raus. Und heute beim Rossmann gefunden und gekauft, ein Haarbürstenreiniger. So sieht es aus. Und ich habe das halt wieder reingemacht, habe es aber heute ja schon benutzt. Und dann geht man halt so damit rein und reinigt damit seine Bürste. Und das, also die sieht aus wie neu, da ist nichts mehr dran geblieben. Also dieses Ding, ein Retter in der Not, mega günstig und werde ich mir jederzeit, sobald das irgendwie wieder kaputt gehen sollte, aber ich denke, das ist sehr robust, es wird schon länger halten, werde ich mir aber definitiv ein neues kaufen. Mega gut für jede Bürste, also kann ich nur empfehlen, weil die Tangle-Teaser sind super teuer, man kann sich ja nicht jeden Monat nur noch einen Tangle-Teaser kaufen. Dann bin ich ein super mega Fan von diesen Haargummis, die sind total oldschool, aber die halten mega gut, finde ich, die Haare so hoch. Die habe ich beim H&M gekauft. Leider nur einer war das. So samtig. Und ich bin super Fan. Also es hält die Haare mega gut fest und stramm. Und tut auch nicht weh. Und mega geil. Kommt schon definitiv auch wieder neue. Dann habe ich jetzt letztens, also ich kann natürlich noch nicht viel dazu sagen. Ich habe das jetzt vor einer Woche gekauft. Nie länger, schon ein bisschen länger, fast 2 Wochen habe ich mich getraut, es zu kaufen, weil ich habe total die stumme Wimpern. Selbst mit einer Wimperntange und so sind die nie krass gebogen. Und dann habe ich mir jetzt gedacht, okay, trau dich. Ich habe philosophiert, okay, kaufe ich mir ein Wimpernserum, okay, welches? Revitalash oder MT Beauty, was irgendwie jetzt auch jeder in die Kamera hält. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist eigentlich, damit hat es angefangen, das hat die meisten besten Bewertungen. Ja, gibt es halt auch schon länger und habe ich mir gedacht, dem vertraue ich jetzt einfach. Und zwar das Revitalash Wimpernserum. Boah, ich halte euch einfach mal die Flasche hin. Das Revitalash Advanced. Das ist ein Wimpernserum, das trage ich mir jeden Abend auf den Wimpernkranz. Und ich habe das Gefühl, dass meine Wimpern echt besser und länger geworden sind. Also ich merke auf jeden Fall einen Unterschied. Am Anfang hatte ich irgendwie das Gefühl, vielleicht auch Einbildung, dass es so ein bisschen meine Haut reizt, weiß ich nicht. Aber das ist weggegangen. Also habe jetzt keine Reizungen mehr. Toi, toi, toi. Ich berichte auf jeden Fall, wie das noch sich weiterentwickelt hat. Man merkt anscheinend erst nach 4, 5, 6 Wochen, also nach 6 Wochen definitiv einen Unterschied. Und da bin ich dann auch echt schon gespannt. Also auf jeden Fall bin ich jetzt aber schon ein Favorit von mir. Jetzt kommen wir zur dekorativen Kosmetik und da habe ich echt coole Sachen. Genau, in Sephora habe ich auch jetzt gerade drauf, ich weiß nicht, ob man das so sieht, ich komme mal näher, so diesen Glow, den ich irgendwie habe. Hier vielleicht sieht man es eher. Genau, also das ist von Becca.
Becca, genau, Becca Shimmering Skin Perfector. Und die haben bei Sephora ja immer so an der Kasse so kleine Probiergrößchen, was ich echt mega gut finde. Die sind trotzdem halt teuer, die Sachen. Habe ich mir das da hier gekauft. So sieht es aus. Das ist, wie gesagt, von Becca. Ein Highlighter, mein Gott, Cream Highlighter in der Farbe Opal. Und es kommt sehr cremig halt raus. Und das habe ich mir dann immer hier so drauf getupft. Und es hält wirklich ungelogen den ganzen Tag. Also wirklich den ganzen Tag. Ich habe es, wie gesagt, dort gekauft, habe es dann halt getestet. Und ich so, oh, super, super. Ich weiß nicht, ob man das halt, wie gesagt, durch die Kamera und allem sieht. Aber im Original auf jeden Fall. Sehr ergiebig. Hier sind 20 Milliliter drin. Hat zwar auch 16 Euro gekostet. Aber wenn das so ein paar Monate hält, why not? Also ist ein mega Favorit. Werde ich auf jeden Fall mir wieder nachkaufen, wenn das irgendwann mal mehr gehen sollte. Auch dort in Madrid gekauft, weil wir haben hier kein NYX Store, hat diese ganzen DMs und so, haben wir NYX mittlerweile, aber ich finde diesen Concealer nie, von dem auch viele YouTuber immer schwärmen, diesen Gotcha Coverance Total Concealer, Waterproof. So sieht die Packung aus und den habe ich mir direkt zweimal gekauft, weil ich ihn dort gekauft habe, getestet habe und meine krassen Augenringe waren so gut bedeckt, dass ich mir gedacht habe, okay, zack, kaufst du nochmal. War auch mega günstig. Ich glaube, also ich schaue natürlich, dass ich hier alle Preise irgendwie einblende, aber das hatte mich 6, 7 Euro gekostet und mega gut. Sehr ergiebig, sehr dickflüssig, also man muss schon sehr stark und fest hier draufdrücken, dass da was aus der Packung rauskommt. Aber mega gut, man braucht auch nicht viel. Das hält super in Kombination mit diesem Matte Powder von Essence. In Kombination mit diesem transparenten Puder hält es mega gut. Erst den Concealer, damit dann setten und das hält auch den ganzen Tag. Den Concealer habe ich mir in der Farbe Medium Oliv gekauft, weil ich ja auch einen Olivenunterton hatte. Habe ich mir dann gedacht, okay, das wird schon passen und passt und habe ich natürlich auch jetzt gerade drauf und ich finde, meine Augenringe sind schon gut bedeckt für meine Verhältnisse. Also kann ich wirklich mega gut empfehlen und echt ein Volltreffer. Also bin mega zufrieden damit. Habe ich mir heute gekauft. Das ist direkt in die Favoriten, auch komisch, aber egal. Habe ich auch jetzt drauf. Und zwar den Lippenstift bzw. dieses Lip Kit von Rossmann. Mega cool, ist von Revolution. Retro Lux Matte Lip Kit. Das ist ein bisschen erinnert an die Kylie Jenner Lip Kits, weil dort ein Lip Liner mit dabei ist und ein Lipgloss oder halt so ein Liquid Lipstick im Set enthalten. Mega cool, die hatten echt coole Farben. Ich habe mich für die Farbe Rain entschieden. Wie gesagt, mit dem Lip Liner. Ich mache jetzt mal kurz beides drauf. Da habe ich beides gerade auf den Lippen. Und der Auftrag war auch echt easy. So sieht es aus. Hier unten ist der Lip Liner und hier oben, das ist oben drüber, ist der Lipstick und wie gesagt, so sieht die Farbe aus. Und den finde ich echt cool. Mal was anderes. Also, naja, so anders jetzt auch nicht, aber ich habe so einen noch nicht. Also, der fühlt sich echt gut an. Ich habe auch so das Gefühl, der ist recht kussecht. Also bin ich voll der Fan von und kann ich, wie gesagt, nur empfehlen. Meine Fashion-Favoriten. Das eine habe ich schon an und zwar diese Kappe. Oder diesen Hut. Habe ich mir auch in Madrid gekauft. Den haben wir ja auch voll viele Instagrammer und so. Aber ich wollte ihn auch haben. Finde ich echt mega praktisch. So Bad Hair Day und so. Den gab es bei Stradivarius. Hat 12 Euro gekostet. Und I love it. Bin mega Fan von. Die habe ich von dieser Schuhe. Ich bin so ein Fan von diesen Schuhen. Die sind von Onigo heißt dieser Laden so. Mega geil. Auch hier diese Akzente hier in Silber im Schuh. Die Schnallen. Also die sind auch super bequem in so einem Wildleder. Die, wie gesagt, von Onigo. Schuhgröße 39, so diese Größe, die ich halt immer habe. Die haben 90 Euro gekostet und seitdem trage ich die auch laufend. Also absoluter Fashion-Favorit, diese Kappe, also dieser Hut auch von Stradivarius. Und ich versuche euch alles zu verlinken, was nur geht. Und das waren meine Favoriten
für den September und ehrlich gesagt auch für alle weiteren Monate, die folgen. Aber wie gesagt, meine Neuentdeckungen, die ich gerne mit euch teilen wollte, querbeet und von recht teuer bis günstig, alles mit dabei. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao!